Herzlich willkommen bei den Möbelmachern, die im Moment einen sehr edlen gebrauchten Sessel von Chor zugunsten des Hasburger Tierheims versteigern. Im Blog können Sie mitsteigern und alle Details nachlesen. Das letzte Asterix-Rätsel war fast hellseherisch aus dem Olympia-Heft, weil die Hasburgerin Isabel Hattrich dort mit Mark Lambsfuß grandioses Badminton, eigentlich mehr Goodminton, spielten und wir haben Isabels Fotos aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern ausgegraben. Wir sehen uns in Paris 2024. Für das heutige Rätsel inspirierte uns der Lebensweg einer neuen Kundin und die Tatsache, dass die Idee der Wohnmobile nicht neu ist. Von den Möbelmachern des Samuel Wittmann. Unser Auszubildender Samuel Wittmann wurde Innungsbester und hat für sein Gesellenstück im Rahmen der guten Form eine Belobigung bekommen. Als 49. Lehrling gewann er seit 1991 den 50. Preis für die Möbelmacher. Wir danken der Jury für ihren Einsatz. Erstmals ist die Preisvergabe und Freisprechung auch im Video zu sehen. Wir stellen das neue Bettendesign Paris in Paris vor. Erstmals liegt das Bettsystem von Pronatura flächenbündig auf dem Holzrahmen, gehalten in einer sogenannten Inside-Hülle. Wir zeigen im Video den eher unsensiblen Abbau des alten Bettes, den Aufbau des neuen und die Einrichtung des Bettsystems und den Fototermin mit Leopold. Seit 30 Jahren ist Pronatura unser Bettenpartner und so haben sie uns in einer Social-Media-Aktion vorgestellt. Schauen Sie ruhig auch mal in unsere Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter. Schlichtfest heißt normalerweise unser Abschluss der Sägeaktion im April. Diesmal haben wir es verschoben, bis wir alle geimpft waren und keine Inzidenzien mehr dagegen sprachen. Ein tolles Team beim Schlichten großer Holzstapel, aber auch beim Tischtennis. In einem neuen Blogbeitrag erklären wir ausführlich den Unterschied zwischen dem Grillen und dem Braten, besonders am Teppanyaki, und verraten Tricks, wie mit reiner Kontakthitze statt Strahlungshitze köstliche Koteletts vom Schwabhof gezaubert werden. Emma stellt aktuelle Sonderangebotssessel in unserer Ausstellung vor und Küchenchef Helmut Neugebauer radelt mit seinem nagelneuen Jobrad steuerbegünstigt in die Arbeit. In den Kurznachrichten zeigen wir den Handschmeichler Stehtisch, unseren Langstreckenlieferanten Oliver Meyer und die neuen Giovannis und Weinbuchhalter, weil wir davon wieder ganz neue auf Lager haben. Alle paar Tage aktualisieren wir auch unsere Seite über den tollen Fuchsau-Rundweg mit neuen Fotos. Was für ein schönes Beispiel für eine engagierte Dorfgemeinschaft in Kühnhofen. Wir wünschen noch einen schönen August und schauen Sie rein, aber ignorieren Sie bitte alle Umleitungsschilder, die lügen leider. Bis bald!